Die Kanzlerin im Mitmachmuseum. Was sie da auslöst, wirkt wie das Rennen um ihre Amtsnachfolge. Nicht jeder Kandidat bleibt in der Spur. Aktuell schlingert Armin Laschet wegen sinkender Zustimmungswerte der Union. In der Direktwahlumfrage führt SPD-Mann Olaf Scholz mit 41%. Laschet liegt bei nur 16, was ihm viel Kritik einbringt. Angeblich sagte Markus Söder im CSU-Präsidium, alleine, dass über den Austausch des Unionskandidaten geredet werde, zeige den Ernst der Lage. In der Pressekonferenz danach will er sich zum Ruf nach einem Kandidatenwechsel nicht äußern. Zu zweitem kann ich nichts dazu sagen. Die Sachlage ist ja klar und auch eindeutig alles entschieden worden. Intern warnt Söder aber, dass man die Wahl verbocken könnte. Laschet mahnt dagegen erneut zur Geschlossenheit. Wir müssen alles dafür tun, dass die nächste Regierung von der Union geführt werden kann, so der Unionskanzlerkandidat. Die SPD von Olaf Scholz macht es vor. In den vergangenen Jahren stets über den richtigen Kurs zerstritten, halten die Genossen nun still. Stolz, meint Olaf Scholz. Die SPD zeigt sich entschlossen und geschlossen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Da hat sich was verändert. Es geht aufwärts. In der Sonntagsumfrage zahlt sich das aus. Die SPD kommt der Union immer näher und lässt die Grünen hinter sich. Wir haben am Anfang des Wahlkampfs gedacht, es wird ein Zweikampf, jetzt ist es ein Dreikampf, auch weil bei uns nicht alles rund gelaufen ist. Aber es sind noch gute 5 Wochen, wo es darum geht, und das ist ja das Spannende in einer Demokratie, gemeinsam bei den Menschen dafür zu werben, wie wir unser Land erneuern. Im Unionswahlkampf muss Armin Laschet dafür sorgen, dass er als alternativlos akzeptiert wird. Nicht leicht mit einem Partner wie Markus Söder.